Hallo und willkommen zurück hier auf Marios. auf Holgers Gaming Blog zu dem Let's Play zu Paper Mario. Nicht auf Marios Gaming Blog. wir haben jetzt den ersten der hohen Sterne, Noblestar, befreit. Haben gerade gesehen, dass Peach den neuen Ort des zweiten Sternes rausgefunden hat, welche in der Staubbrücke Wüste versteckt sein soll. Ja, und Noblestar hat uns gerade angeboten, die Sternenenergie zu erklären. Also Mario, dies ist die Leistung für die Sternenenergie. Ja, haben wir verstanden. Danke. Siehst du, so kannst du sehen, über wie viel Sternenenergie du verfügst. Auf der rechten Seite des Balkens leuchtet ein Stern. Jeder Stern steht für eine Einheit Sternenenergie. Also verfügst du jetzt über eine Einheit. Ja. Danke. Als nächstes lass mich die Sternkräfte erklären. Wir beginnen mit Erfrischung. Diese Kraft ermöglicht es dir, deine KP und BP gleichzeitig mit 5 Punkten wieder aufzuladen. Warum probierst du es nicht gleich mal aus? Ha, neue Menüpunkt Sterne. Erfrischung. Ein Stern Energie, regeneriere 5 KP und BP, halt auch Gift und Formfunken. Oh, das ist ja praktisch. Siehst du, sowohl die KP als auch die BP wurden jeweils um 5 Punkte aufgefrischt. Diese Aktion hat dich eine Einheit Sternenenergie gekostet. Du hast nun keine Energie mehr übrig. Behalte diese Anzeige während des Kämpfe gut im Auge. Ja. Normalerweise wäre nun ein Partner an der Reihe, gefolgt vom Zug deiner Gegner. Aber da wir ja nur üben, nehmen wir einfach an, dass Mario wieder dran ist. Okay, Mario. Mario ist nun dran. Nun achte genau auf die Sternenergieleistung. Ja, jetzt eben. Pixelchen aufgefüllt. Ist dir aufgefallen, dass sich die Sternenergie ein bisschen aufgefrischt hat? Jedes Mal, wenn Mario an der Reihe ist, lädt sich die Sternenergie ein kleines bisschen auf. Du solltest dir das merken. Denn es wird sich noch als sehr wichtig herausstellen. Als nächstes erkläre ich dir eine andere Sternkraft. Fokus. Fokus ist eine Sternkraft, die es dir ermöglicht, etwas mehr Sternenergie als gewöhnlich zu regenerieren. Jetzt ist deine Sternenergie fast aufgebraucht, obwohl du sie langsam wieder auffüllst. Gut, nun probiere die Sternkraft Fokus aus. Eben mal, was der Alte ja sagt, lädt verbrauchte Sternenergie wieder auf. Ein bisschen beten. Die Sternenergie lädt sich ein wenig auf. Hast du gesehen, wie viel Sternenergie du zurückgewonnen hast? Mit Fokus kannst du die Energie viel schneller wieder aufladen. Ja. Aber da kann man leider in der Zeit nichts anderes tun. Das ist immer ein Zug von Mario. Vergiss nicht, dass du deine Sternenergie auch durch eine Übernachtung in einem Tothaus auffüllen kannst. Nun gut, zu viel zu meinen Ausführungen. Ich wünsche mir, dass du die Sternkräfte während deiner Kämpfe ausgiebig einsetzt. Ja, ja. Mario, hör gut zu. Du musst die anderen hohen Sterne so schnell wie möglich retten. Wenn wir 7 wieder zusammen sind, können wir dir eine Sternkraft namens Sternstreifel leihen. Der Sternstrahl ist die einzige Möglichkeit, gegen die Kraft des Sternstabs zu bestehen. Ja. Ich muss nur zurück zum Sternhaufen. Ich muss sofort aufbrechen, doch ich werde stets immer nicht machen. Rette uns, Mario. Mann, 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 das war ja ganz schön aufregend. Noblestar, der älteste der noblen Sterne im Sternhafen. Seine Kraft, die Erfrischung, regeneriert jeweils 5 KP und BP. Sekül, Sekül! Nun denn, dann wollen wir uns doch mal wieder erstmal Richtung Totaum bewegen. Oha.
da irgendwann kommen wir jetzt wieder raus. So. Die ganze Sache zum Beschleunigen wechsle ich mal eben auf Koopa. Da wollte ich zu viel. Gehabt, ja. So, jetzt aber. Verdammt. Zack. Blöd, dass es bis jetzt der einzige ist, der irgendwie AOE hat, der Koopa. Hab ich den? Das soll aber immer drauf. Oder ja, dann ist er drauf. Ich erinnere mich. Ach, ich hab. Na, Koopa war nicht an meiner Seite. Yeah.
Also da kommen nur Herzen raus. Ne? Okay. Kommst du mal schnell beim Methuselah vorbeischauen, ob die auch was hat. Neue Aufgabe für uns, die wir schon mitnehmen könnten. Na, siehste? Wusste ich doch. So, wir müssen diesmal nach Gumbafort gehen und nach Gumpa den Großvater suchen. Wir haben noch ein Band, das ich im Leben habe. Wirst du es mir für mich holen? Das ist mir sehr wichtig. Okay, Band von Gumpa. Kriechen wir doch hin. Naja, das mit Gumpa haben wir nicht aufgenommen. Allerdings wird das Ganze nachher auch noch etwas angenehmer. Keine Sorge, wir müssen immer wieder diesen Weg hier antreten. Zehn Dutzend Mal hier über den Wanderpfad. Die 40 Sternenenergie da oben sind echt nicht. Da lobe ich mir noch das System des Nachfolgers. Da finden die Kämpfe nämlich vor Publikum statt. Je nachdem, wie viel Publikum da ist und so, und je nachdem, wie gut man die Action-Kommandos macht, umso mehr Sternchen kriegt man dann vom Publikum. Gut geschrieben. Ja, das Ganze noch interessanter. Aber es war ja auch der erste Teil. Hier wurde noch viel ausprobiert und umgetestet und geguckt. Ich muss sagen, jetzt war es auch eher eine liebste Reihe. Weil danach ja leider nachzulesen auf dem Review. Den Mario RPGs ja ein bisschen Abstand genommen wurde von dem eigentlichen System, das hier etabliert wurde. Und die folgenden Paper Mario Spiele ja anders waren. Der direkte Nachfolger Super Paper Mario dann eigentlich eher wieder ein Jump'n'Run mit leichten Rollenspielelementen, aber halt kämpfen in Echtzeit und nicht mehr rundenbasiert. Auch nicht mehr in diesem Umfang, wie sie hier sind, Mitstreiter. Ja, und danach Sticker Star auf dem DS war auch nicht so lange. Hat zwar wieder unbasierte Kämpfe gehabt, aber mit den komischen Stickern, von denen man nie genug hatte irgendwie. Und, das Paper Jam Bros, was dann das. Ja, die Kooperation eigentlich mit der Superstar, mit der Mario Luigi Saga ist. Oder das Crossover. Das war eigentlich wieder ganz cool, weil ja. Das halt mehr von der Mario Luigi Reihe hatte, die ich auch sehr schätze. Als von der Paper Mario Reihe. Weil eigentlich nur Paper Mario als zusätzlichen Charakter in den Kämpfen eingefügt hat. Ja, und zum letzten, zum jüngsten Titel, zu Color Splash, kann ich leider gar nichts sagen, weil ich das irgendwie verpasst habe. Das hat mich auch nicht. Nach den ersten Reviews habe ich irgendwie gedacht, keine Ahnung, es war ja so Weihnachten letzten Jahres, irgendwie habe ich da auch genug Kram gehabt zum Zocken und irgendwie weiß ich nicht, ist das einfach an mir vorbeigegangen. Werde ich mir bestimmt auch nochmal bei Gelegenheit anschauen.
denn? Erreichen wir noch wieder Toton? Keine Bewegung, Mario. Auf dich habe ich gewartet. Oh, ich ahne was. Ich hab dir doch gesagt, dass wir uns wiedersehen werden. Jetzt bekomme ich meine Rache. Los geht's, Baby. Pass gut auf. Mario, ich rede mit dir. Ich verspreche dir, dass dieser Kampf gänzlich anders ist, als der letzte verlaufen wird. Wer ist die Eierschale? Was für ein Knirps. Schnauze! Du, Mario, du erinnerst dich doch an mich. Ja, tun wir. Das ist verdammt richtig. Ich bin Junior Trooper. Ich würde eher sagen Calimero Trooper. Oh, ja. Diesmal wirst du die Engel singen hören. Bereite dich auf den Schmerz vor, Mario. Ich zeig dir, was ich gerade erst gelernt habe. Hey, pass gut auf, sowas hast du noch nie zuvor gesehen. Deine Angriffe sind diesmal wirkungslos. Oh, Mario, erkläre mir das bitte. Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Junior Trooper. Ach, ich erinnere mich nicht genau. Naja, war nur ein Scherz. Maximale KP 15, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Sieht er nicht so süß aus, wie er sich in seiner Eierschale versteckt? Einfach niedlich. Ihn zu besiegen sollte kein Problem darstellen. Glaube ich. Machen wir nur die Schale mal aufbrechen, ne? Autsch! Wer rechnet denn damit, dass der Klempner über solche Fähigkeiten verfügt? Es ist noch nicht vorbei. Ja. Sehr lästig als schwierig. Boom! Mit dem Vortritt. Oh nein. Muss man mal kurz Noblestar zu Hilfe rufen. Bad Colano! Oh, jetzt aber. Und auf Wiedersehen. Dann gibt es 20. Das ging doch ganz gut. Mario! Hey, Twink. Mario, Mario, ich bin's, Twink. Erinnerst du dich an mich? Ja, sicher. Ich hörte, dass du den Stern befreit hast, der von den Koopa-Brüdern bewacht wurde. Bowser und seine Bande sind ziemlich sauer deswegen. Ich wusste, du würdest es schaffen, Mario. Du bist schon einen Schritt weiter. Aber genug des Feierns. Ich komme, um dir wichtige Informationen zu bringen. Es scheint, als wird einer der Sterne irgendwo in der staubtrockenen Wüste gefangen gehalten. Bowser hat es in sein Tagebuch geschrieben. Der Ort heißt Staubtrockene Ruinen. Die Prinzessin hat viel auf sich genommen, um dir diese Information zu verschaffen, Mario. Wenn wir noch etwas herausfinden, werde ich es dich sofort wissen lassen. Ich muss jetzt zurück zu ihrer Hoheit. Sie ist so mutig. Ich hoffe, diese Nachricht war dir hilfreich. So, dann
Dann gönnen wir uns erstmal eine Nacht im Tothaus. Und dann endet auch diese Folge. Gerade wieder mit der Rückkehr nach Toadtown und im Halten von den Informationen von Twink. Wie es weitergeht, das erlebt ihr morgen hier an gleicher Stelle auf Vollgas Gaming Blog. Bis dahin, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.